Ein junges Paar macht sich auf den Weg von der heimischen Elbe über den Atlantik gen Karibik in die USA und wieder zurück. Johannes Erdmann, ehemaliger Yachtredakteur und erfahrener Blauwassersegler, und seine Frau Kati, die vor dem Turn noch nie das Hochseesegeln erlebt hatte. Im Gespräch mit Yachtredakteur Pascal Schürmann berichten die beiden in dieser 10-teiligen Serie exklusiv bei Yacht.tv von ihren Erlebnissen und geben einen Einblick in ihr Bordleben. Ein Leitfaden für alle, die ihre Träume vom Langfahrtsegeln bald in die Tat umsetzen wollen. Erzähl doch mal ganz kurz ein paar Stichworte zum Schiff. Was ist das für ein Schiff? Wie groß, wie breit, wie lang, wie schwer und was du alles damit eingestellt hast? Das ist eine Contest 33, Baujahr 1972. Das Schiff haben wir in Holland 2012 gekauft, damals mit Osmoseproblemen, ganz viel Blasen im Unterwasserschiff. Das fanden wir ziemlich gut, denn dann konnten wir den Preis ordentlich drücken und haben es dann komplett auseinandergenommen, abgefräst, Rumpf verstärkt, Osmose saniert und auch alles andere gewechselt. Der Mast ist getauscht, den Motor haben wir in den USA noch getauscht, die Segel sind neu, alle Kabel neu gemacht und im Prinzip ist es nur noch die alte Hülle gewesen und der Holzinnenausbau, aber alles, was sich bewegt und irgendwie Strom leitet und so, ist neu gekommen bei dem Schiff. Ja, und jetzt sitzen wir hier im Salon der Maverick 2. Das war 2 Jahre lang quasi euer Lebensmittelpunkt. Ja. Kati, erzähl doch mal, wie muss man sich so einen Tag an Bord der Maverick 2 in den letzten 2 Jahren vorstellen? Bei einem ganz normalen Tag vor Anker es ist eigentlich so ähnlich wie zu Hause. Man steht auf, macht sich seinen Kaffee. Natürlich muss der gefiltert werden und macht nicht einfach die Maschine an. Dann sitzen wir hier, lesen vielleicht noch Zeitungen oder was auch immer und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Irgendwann wird dann das Essen gemacht und dann gucken wir noch ein Filmchen oder so. Wir haben nicht jeden Abend draußen gesessen, den Sonnenuntergang genossen, aber auch. Aber es wird ja alles so Alltag. Also den Sonnenuntergang hat man ja jeden Abend eigentlich. Das nutzt sich dann nach ein paar hundert Mal irgendwie schon ein bisschen ab. Und auf See ist es ein bisschen anders. Da schlafen wir auch hier im Salon. Sonst schlafen wir halt immer im Vorschiff. Man kann das umbauen zu Seekojen und jeder hat da seine Seite. Johannes ist auf dieser Seite, ich bin auf der anderen Seite und das ist unser Refugium. Weil wir ja auch immer abwechselnd Wache gehen, sind wir tagsüber zwar zusammen wach, aber nachts sowieso sehen wir uns eigentlich selten. Mhm. Tagsüber schläft dann auch manchmal einer, man macht sich dann selber ein bisschen was zu essen, man liegt sehr viel. Auf See. Ja, auf See liegt man sehr viel rum, manchmal haben wir auch am Kartentisch gesessen, aber es ist viel gemütlicher in einer Koje zu liegen. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie es dann sein wird, auf See zu sein. Das habe ich immer gelesen, ist anstrengend und die viele Bewegungen. War auch so und war auch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe, weil ich immer gedacht habe, ach, alle übertreiben da irgendwie, bewegt sich halt der Herd ein bisschen, das ist ja gar kein Problem, trotzdem zu kochen zum Beispiel. Oder, weiß ich auch nicht, abzuwaschen, wenn das Wasser irgendwie immer aus dem Waschbecken läuft und sowas halt. Wie habt ihr euch selber fit gemacht für die Langfahrt? Es hat mir insofern eigentlich keine Angst bereitet, auf dem Wasser zu sein. Natürlich spielt man irgendwie in Gedanken durch, wenn Johannes über Bord geht, was muss ich jetzt machen, um ihn wieder einzusammeln oder solche Sachen in jeder Situation. Mhm. Aber dieses Psychische hat mir jetzt nicht so viel Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Irgendwie Ängste oder Befürchtungen vor schlechtem Wetter unterwegs oder sowas, dass man wirklich in Stürme gerät, in schweres Wetter gerät und dann im Prinzip 2 Wochen lang, wenn es blöd läuft, richtig durchgeschüttelt wird. Ja, für mich war schon ein bisschen Wind viel, also anstrengend und schlimm. Das ist wie Fahrschule, Johannes. Ich habe dann auch das erste Mal auf der Nordsee schon so einen leichten Panikanfall gekriegt, als ich realisiert habe, jetzt sind wir wirklich unterwegs und es dauert dann, bis wir wieder an Land kommen, obwohl wir ja noch in Landnähe waren und schnell wieder da gewesen wären. Ja, als es dann soweit war, als wir dann nur ein schlechteres Wetter gekommen sind, ist dann auch, war ich auch überfordert in manchen Sichten mit Situationen, dass dann einfach irgendwie Tränen gelaufen sind, einfach weil man so angespannt war. Und dann konnte ich das Schiff nicht im Wind halten. Dann habe ich angefangen zu heulen. Aber ich hatte jetzt nie Angst, dass wir sterben würden oder so. Ich habe immer irgendwie gedacht, ach, es haben so viele Leute geschafft, warum soll ich das jetzt nicht schaffen? Das wird schon irgendwie alles gehen. Also im Rückblick betrachtet, würdest du, wenn du jetzt nochmal am Anfang stehen würdest,
irgendwas anders machen? Wie ich segeln gelernt habe, finde ich im Nachhinein halt eigentlich nicht so schlecht, weil ich halt gerade nicht wusste, was mich erwarten kann und ich das dann alles in der Situation gelernt habe und mir halt nicht so viele Ängste vorher gemacht habe, weil ich gar nicht wusste, dass das kommen kann. Also es hat auch den Vorteil, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ja. Ich würde das wieder so machen. Was würdet ihr denn anderen raten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken wie ihr, die mit wenig Geld, mit einem alten Schiff vielleicht los wollen, die nicht technisch high-end ausgerüstet sind? Alles, was für die Seetüchtigkeit nötig ist, muss funktionieren. Ja. So alles, die Wanden waren neu und Zeugs, die Segel haben funktioniert und Navigationssysteme, Radargeräte haben wir in England noch angeschlossen, AIS und all so eine Sachen. Und dann ist echt gut, dann irgendwann auch tatsächlich Termin zu setzen und loszufahren. Ja. Wie wichtig, wie entscheidend ist der Zeitfaktor für die Durchführung von so einer Langfahrt? Auch was die Planung angeht und was nachher die Realität angeht. Hm. Ich fand auch wirklich, dass 2 Jahre für eine Atlantikrunde nicht so verkehrt sind, weil wir hatten echt Zeit, Gegenden kennenzulernen. Es gibt jetzt echt viele Inseln und vor allem die USA, wo wir echt Haken runter machen können, kennen wir. Da waren wir wirklich. Also nicht nur kurz, so wie die Ark, die wir oft getroffen haben oder so, die sind da irgendwo kurz reingerauscht und dann zack, ein paar Mal wie die örtlichen 3 Kneipen an der Hafenfront und dann sind sie weiter gerauscht. Auf Mazorn zum Beispiel haben wir die World Ark getroffen und die waren echt so am Durchseppen da irgendwie. Und auch auf der Rücktour haben wir jetzt die ganzen Leute, die eine Atlantikrunde gemacht haben und nur 1 Jahr Zeit hatten. Und da haben die auf Mazorn getroffen und sind mit denen zurückgefahren und die haben echt wenig gesehen. Also die waren echt da durchgehuscht irgendwie. Wir haben schon wenig gesehen eigentlich. Also von manchen Ecken, ja. Stimmt. Ja. Macht es denn Sinn, sich am Anfang wirklich einen sehr ausgeklügelten, detaillierten Zeitplan aufzustellen oder wirft man den sowieso schon spätestens im Englischen Kanal über Bord und segelt nur noch? So grobe Eckpunkte sind nicht schlecht irgendwie, also dass man nicht irgendwo versackt hängen bleibt oder sowas. Also es sind ja echt schicke Ecken da teilweise. Und wenn man das erste Mal aus Deutschland raussegelt und so, dann ist man schon echt verblüfft, Holland, England und so weiter. Und da kann man schon einen Augenblick hängen bleiben irgendwie, aber da ist es gut halt dann ein bisschen Plan so im Auge zu haben, wann man wo sein muss, auch durchs Wetter. Und wenn man bei der ARC angemeldet ist zum Beispiel, muss man ja sowieso dann irgendwann im Kanal sein und so. Und ich glaube, vom Fahrten segeln, also richtig segeln, verabschiedet man sich sowieso schnell. Also das sind nicht nur wir, sondern eigentlich alle Fahrtensegler sagen das, dass sie so viele Motorstunden haben, weil man, also natürlich segelt man gerne und deshalb ist man ja auch mit dem Boot unterwegs und nicht mit dem Campingwagen, weil man gerne segelt. Mhm. Aber es geht letztlich darum, von A nach B zu kommen und da kreuzt man nicht jetzt die ganze Zeit mehrere Tage, wenn man es auch, was weiß ich, in 2 Tagen schaffen kann. Also vor jeder längeren Etappe sind wir hier, ich bin eigentlich jedes Mal im Mast gewesen, oder? Oben habe alles einmal durchgeguckt, also wir haben keine Maststufen, also ich kletter hoch und Kathi sichert mich mit dem Gurt da hoch und dann lasse ich mich von ihr langsam wieder runter fieren und gucke alle Pressungen und Zeugs, alles Mögliche an, was kaputt gehen kann, Leinen, Scheuerstellen und so weiter. Die Dirk geht es beispielsweise alle 3000 Meilen kaputt, weil die hängt ja einfach nur runter und macht immer so ein bisschen rechts, links und das reicht schon als Scheuerstelle. Da oben mussten wir immer alle 2000 Meilen mal einen halben Meter rausgezogen, Knoten reingemacht, weil wir zu geizig waren, eine neue zu kaufen für 100 Dollar unterwegs oder so. Und da haben wir hinten ein bisschen gekürzt, haben wir da 2 Knoten oben drin. Genau, solche Sachen, einmal natürlich Maschinen im Komplettcheck, obwohl wir auch sonst immer Getriebeöl und Motoröl geprüft haben, haben fast immer irgendwo vor längeren Etappen uns eine Nacht in der Marina gegönnt, um die Batterien zu laden, Wassertanks zu füllen, Müll loszuwerden und all so eine Sachen. Also vor den Atlantiktouren, ich habe hier die Steuerübertragung freigelegt, habe alles geguckt und gefettet, das habe ich sowieso immer wieder mal gemacht, die Steuerleinen von der Windsteueranlage vor längeren Etappen immer getauscht und solche und Sachen. Vorgeschnitten also, vor allem? Vorgeschnitten, ja, die ersten 3 Sätze oder sowas, damit, also auf der Atlantiküberquerung, alle 1000 Meilen sind die durch, die Steuerstellen. Man könnte die vorher versetzen, dass die Steuerstellen, aber dann hängt man da auch über Kopf und alles und dann habe ich lieber irgendwie die Dinger immer mal getauscht. Die paar Meter, die kosten ja nichts. Wie ist das dann, das Gefühl, schildert das mal, wenn man dann tatsächlich irgendwann wahrscheinlich morgens früh oder vormittags die Leinen loswirft und weiß, der Anker fällt erst wieder in 30 Tagen. Für mich war das immer eine große Erleichterung. Also auf dem Hinweg war einfach die Neugierde so groß auf dieses Atlantikstück. Dass ich gar nicht irgendwie Angst hatte oder, also ich habe einfach nur Vorfreude gehabt und jetzt geht's los. Für mich war das eine Befreiung, auf See zu sein. Es ist wirklich, also bei den späteren Etappen und so war das echt immer so, die Vorbereitung war ein Stress und dann wirklich zu starten und so langsam in den Alltag und das war immer echt befreiend irgendwie. Stichwort Wachrhythmus. Wie seid ihr denn gesegelt auf den langen Passagen? 3 Stunden war perfekt für uns, das heißt immer, einer hat 2 Wachen pro Nacht,
wo es richtig dunkel ist und eine. Und das wechselt dann am nächsten Tag. Und das war immer gut. Man hat immer kurze und lange Nächte. Wenn man zweimal raus musste in der Nacht, hat man dafür den Vormittag zu pennen gehabt. Und wenn man nur einmal draußen war, musste man dann halt vormittags ab 6 Uhr wach sein und Kaffee kochen und hier sitzen schon und so. Was waren die Aufgaben des Wachhabenden? Also das Kurschecken gehört ja eh mal dazu. Wir sitzen ja permanent vom GPS-Gerät und gucken, ob er noch auf Kurs läuft und dann halt Windsteueranlage ändern. Wenn wir nachher irgendwann einen Winkel haben, wo wir dann ausbauen müssen oder sowas, da hat sie mich dann meist geweckt, damit ich das vorne mache. Und, weil man sowieso halt immer rausguckt, alle paar Minuten, sieht man ja dann, wenn sich das Wetter auch ändert und sowas. Ja. Also natürlich hat man das immer im Blick und das ist die Verantwortung für den, der Wache geht, aber deshalb, wir haben extrem viele Leute erlebt, die nachts komplett schlafen gegangen sind. Die ganze Crew hat sich hingelegt und die ganze Nacht durchgesegelt. Und das Schiff mit Radargerät und Radarwarn an und so weiter, aber die haben alle gepennt. Und das fanden wir ganz schön krass, denn wir haben mehrere Schiffe getroffen, die relativ nah kamen. Und bei ein oder zwei Frachtern mussten wir wirklich unseren Kurs ändern, sonst wären wir kollidiert, mitten auf dem Ozean. Auf dem Segelboot kam einmal so nah dran. Das war 100 pro ein Franzose. Erst denke ich irgendwie am Nachmittag, ach guck mal, ein Segel mitten auf dem Ozean, auf dem Rückweg zu den Azoren. Ja. Und dann kam der immer und immer näher und irgendwann war ich dann nicht mehr so glücklich. Dann wurde es dunkel, keine Positionslampen an, der hatte alles aus. Ich habe ihn dann auf dem Radargerät gerade so noch gesehen, er war bis auf eine halbe Meile, konnte ich dann checken ran. Ist direkt neben uns hergesegelt, aber stockdüstere Nacht und wir wussten nicht, wo er ist und ob er Ausguck geht, vielleicht legt er sich auch hinpennen und so. Ja, das weißt du ja halt. Das war ziemlich blöd, ja. Und das, ja, nicht nur andere Schiffe, sondern ich finde halt auch wegen Wetter und sowas kann Wetter man sich ist nicht... hinlegen so auf Ding. So einer Tour. Also ja, auf kann man schon, aber. Womit beschäftigt ihr euch dann tagsüber? Ich habe echt kein Problem damit, stundenlang aufs Wasser zu gucken. Ja, das stimmt. Kathi muss immer irgendwas lesen. Ja, oder? Ich habe ganz viel Hörbücher gehört. Das fand ich irgendwie nett. Gerade auch, wenn wir unter Motor gefahren sind, dann in Flauten. Weil wir keinen Autopilot haben, müssen wir dann von Hand steuern. Und wenn ich ein Hörbuch habe, habe ich auch kein Problem damit, irgendwie 5-6 Stunden so durchzusteuern. Haben wir auch mal gemacht. Dass wir uns dann erst abgewechselt haben, wenn das Hörbuch durch war. Ja, sonst. Wir haben auch DVD-Abende hier auf See gemacht, wenn es ruhig war. DVD-Abende, ein Highlight war immer E-Mails abrufen. Ja, stimmt, auf dem Atlantik. Ja. Ist immer Mittelpunkt des Tages, Positionsantrag, E-Mail schreiben, E-Mail abrufen. Schon übers Essen sinnieren, was könnte man denn heute Abend machen? Ja. Irgendwie ist das, man hat natürlich nicht viel zu tun, aber irgendwie geht der Tag immer schnell rum, finde ich. Ja, kleine Wartungsaufgaben immer. Nach dem rechten gucken, Rundgang einmal auf dem Schiff, ob irgendwie irgendwelche Splinte oder sowas an Deck liegen. Ja. Nach 2 Jahren auf See segeln, wo Segeln wirklich euer Leben bestimmt hat, vielleicht sogar noch das Jahr oder 2 Jahre davor in der Vorbereitung, gibt es eigentlich in eurem Leben noch für andere Sachen Platz außer für Segeln? Gerade wenn man auch unterwegs ist, habt ihr noch Zeit für andere Hobbys? Eigentlich nicht wirklich, ne? Nee. Also es fing ja nicht erst mit der Abfahrt an, sondern schon 2 Jahre vorher mit der Renovierung des Bootes, wo wir wirklich jede freie Minute ins Boot irgendwie gesteckt haben und Freitag nach der Arbeit angefangen zu arbeiten bis Sonntagabend und Montagmorgen im Büro war echt Erleichterung dann irgendwie. Also wir haben echt nichts anderes gemacht. Ja, auch Freundschaften und sowas. Also alles. Wir mussten da schon einiges aushalten, weil wir haben halt nicht die Zeit gehabt, mal eben abends essen zu gehen und auch nicht das Geld. War uns zu schade, sag ich mal, im Restaurant zu verklüngeln, anstatt eine neue Pumpe zu kaufen oder was weiß ich. Mhm. Und also ich auch lesen, das ist mein Hobby eigentlich, das klassische Lesen. Das habe ich nur auf dem Boot geschafft, dann als wir unterwegs waren. Also da hatte man dann wieder ein bisschen mehr Zeit, aber vorher gar nicht. In der 4. Folge dreht sich alles um die Kommunikation und Navigation an Bord der Maverick 2. Was muss eine Langfahrtjacht unbedingt an Bord haben und wie konnten Johannes und Kathi kostengünstig mit der Außenwelt kommunizieren? Außerdem elektronische Seekarten oder solche aus Papier? Was hat sich auf dem Turn bewährt? Die Antworten gibt es am kommenden Freitag hier bei Yacht TV.